Als die Amöbenarmee besiegt war, konnte sich Dr. Nefarius nur aus Blackwater City zurückziehen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde Rache nehmen. Und wenn es 1000 Jahre dauern sollte. Mit einem hatte Dr. Nefarius recht. Er würde Quark wieder treffen. Das früher, als er gedacht hätte. Denn ein wahrer Held wie Captain Quark opfert alles im Namen der Gerechtigkeit. Was? Habt ihr Luft angehalten? Sicher hat er das. Wir könnten uns... Wir könnten uns die Agenten holen. So ist das. Okay. Erstmal machen wir das nochmal und diesmal ganz. Die Tambold eingesammelt? Nein, aus dem Grund, dass wir jetzt hier nicht alle Münzen haben. Okay, das machen wir jetzt noch schnell. Alter, ich verstehe das Gesetz wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass ich es falsch verstanden habe, da... Ding und so. Warte. Ich wollte nochmal ein Tutu anziehen. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich habe es nicht falsch verstanden, weil ich habe mich auch nachgelesen bei anderen Internetseiten. Und die haben es halt genau gleich erklärt, wie ich es gerade euch erklärt habe. Aber ich verstehe trotzdem nicht den Sinn dahinter. Why? Okay, war 13. Habe ich den, als ich gestorben bin, eingesammelt? Davor. Oder hat er schon gegolten als eingesammelt? Ist jetzt die Frage. Das ist hier die Frage. Nö. Haha. So. Duck, duck, duck. Ich hab mich schon informiert bei dem. Ich habe mich ein paar Artikel durchgelesen, aber... Ach, keine Ahnung. Ah! Was ist da oben? Das war hundertprozentiges Glück! Oh mein Gott! Ich habe mir gerade überlegt, ob ich es riskieren soll. Ich habe ja nicht die Plattform unten gesehen. Die hätte überall sein können. Die hätte überall sein können. Ah, oh, das hätte ich nicht riskieren sollen. What? Oh, das ist ein hundertprozentiges Glück. Alter. Krieg ich einen fucking Glücksnobelpreis oder sowas. Wow, what? Oh, Nani, Alter. Ich so, Nani. Und die Plattform ist so, oh my one, oh Shinderio. Okay. What? Oh. Ah, das hat's gezählt, oder was? Ach, komm schon. Das Leben. Ja, jetzt hätte ich. Nicht viel Leben, nicht viel Leben, nicht viel Leben, nicht viel, nicht viel Leben. Nicht viel Leben. Okay. Rums. Neues Gesetz, auch eine neue Sache, die vielleicht durchkommt. Vielleicht durchkommt heißt, die kommt hundertprozentig nicht durch, weil das ist dann... Mir gedacht, dass das schon voll bescheuert war, was ich gerade erzählt habe. Und so einfach, oder mir nicht geglaubt habe, weil das so bescheuert ist und nur von einem random Guy im Internet erzählt wurde. Passt. Dann seht euch das hier an. Ich durfte eigentlich den Link finden zu dem Artikel. Vom nächsten zumindest. Ich kann auch zum ersten finden. Vom zweiten aber muss ich einen Artikel reinsetzen, weil sonst glaubt man mir das, glaube ich, einfach gar nicht. Also, ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Geschichte und was drauf gefolgt hat. Also, in Mittelitalien, glaube ich, war das. Inmitten von Italien. In den Iden des Italiens. Jetzt durfte ich alle haben, warte. Zack. Zack. Und einer noch. Yes! Titanbolt! Jetzt habe ich noch schnell einen. Komm. Hallo? Hallo? Okay. Ich nehme an, ich sammle den nicht ein. Ach so, der war einfach... Okay, der hat gedacht, ich gehe da rein. Okay, das war weird.
Ja, Geld sammeln? Yeah. Sogar schnell ist davor gewesen, weil ich nicht gestorpselt bin. Egal. Neue Sache. Also mitten in Italien gab es eine normale Schule, öffentliche Schule. Und sie hatten ein Projekt in dieser Schule. Das Projekt, die Welt zu retten. Okay, ein kleines Projekt, um andere Kulturen kennenzulernen. Das war zum Beispiel... Wait, habe ich zufälligerweise... Ja, yep, habe ich. Okay. Also die Kultur von Pakistan und andere eher östliche, südöstlich gerichtete Länder von uns aus, sagen wir mal so. Und halt dafür hat sich die Prof, also die Lehrerin, die das erklärt hat, den Grundschülern, einfach angezogen, wie halt Leute in Pakistan sich eher anziehen. Also sehr bunt und die hübschen Kleider und so. Sie hat den Kindern ein Amulett geschenkt, jeden eines, ein hübsches. Und sie durften sich Zeichen auf die Hände rauf malen. Und dann, wo sie über eine andere Kultur geredet haben oder halt über anderes Thema, dann haben sie über Hexen geredet. Und dann haben sie halt, ich weiß nicht, ich glaube, die haben nicht viel angestellt dann eigentlich beim Hexenthema. Aber, naja, ich weiß nicht, irgendjemand hat das halt mitbekommen und anscheinend, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, der hat es irgendwie falsch verstanden. Ich habe echt keinen Plan, wie er es falsch verstanden hat. Er hat verstanden, dass diese Lehrerin gerade den Schülern, den Grundschülern, gerade eine Stunde macht über Hexerei und ihnen einfach Witchcrafting so beibringt. Was logisch vollkommener Schwachsinn ist, wer hätte es gedacht? Und dass man das glaubt, ist sowieso bescheuert. Das ist fucking antike bis 18. Jahrhundert-Shit. Okay, warte. Oh nein. Clank, Kleiner, du bringst mich ins Grab. Wie bitte? Ich versuche hier zu drehen und mein Star verschwindet so einfach. Ich bin im Auftrag der galaktischen Sicherheit unterwegs. Na klar, versteh schon. Du willst eine größere Garderobe? Gut. Tägliche Ölmassagen? Gut. Ich brauche meinen Star am Set sofort. Kapiert? Verbindung bricht ab. Ich seh dich, Kleiner. Weißt du das? Ach ja? Und jetzt? Oh! Er kriegt das schon hin. Wir sind zu beschäftigt. Shutdown! Oh! Smash that like button! Egal, dass man glaubt, dass es überhaupt noch Hexerei gibt, das ist das eins der traurigsten Sachen, die ich jetzt in Zeitungen, online oder whatever, wherever, gelesen habe. Das ist cool. Das ist ein Super Space Shuttle. Aber das ist traurig. Das macht mich traurig, zu sehen, dass Leute das noch glauben. Und dann kommt der nein, nicht hingucken. Ich muss meine Waffen hochleveln. Ich habe genug hochzuleveln. Nicht hingucken, Demon. Es ist alt genug. Er schafft es auch von alleine. Story. Skid, was machst du denn hier? Mein Deckname ist Schattenmacker. Geheime Einsätze sind meine Spezialität. Dachte, ihr könnt etwas Hilfe gebrauchen. Danke, Schattenmacker, aber ich glaube, wir kommen alleine klar. Na gut, dann nehme ich meinen Hacker und gehe zurück zum Schiff. Hacker? Weißt du, also eigentlich könntest du bei diesem Einsatz doch mitmachen, Schattenmacker. Cool, das wird so krass. Das wird so krass. Ja, das werden wir sehen, wie krass das wird. Ich weiß nicht, ob die Amöboiden auch hochleveln oder nicht. Also meine Waffe. Ist damit logisch gemeint, mit hochleveln oder nicht. Sammeln alles ein, was wir sehen können. Ja, von da vorne bis hierher hat man wahrscheinlich schon so viel an Munition verbraucht, dass man direkt nochmal einen neuen Verkäufer braucht. Wow. Es scheint nichts hochzuleveln. Ah doch, oder? Ich glaube, ich habe gerade einen Pixel sich bewegen gesehen. Ah, Nase! Ah! Ui!
Ach, gleich in den fucking Backflip machen. Bevor, Freunde. Nein, 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 das sind meine Gegner. Die Dinger, glaube ich, sind immer noch dieselben. Wie bei Ratchet & Clank 1, die einfach auf alles schießen, was nicht ein Roboter ist oder sowas. Lalalala. So, wir haben ein Verdoppler. Ein Verdoppelungsge... Zeugs. Komm her! So, bevor Multiplicator weg ist. Hundertprozentig ausnutzen, den Multiplicator. Geil. Yes! Hab noch einen gesammelt. Und ich habe mich rauf teleportiert. So. Ah ja, um weiter zu erzählen. Jemand hat das dann in der Zeitung veröffentlicht, anscheinend oder so, dass jetzt Leute Hexerei halt wieder beibringen in der Schule. Hier können wir nicht rein. Und einer von den italienischen Unterordneten oder whatever dachte sich dann so, ja, das geht gar nicht klar, Hexerei wieder in die Schulen zu bringen, ist eine der schlimmsten Sachen. Und sobald ich einer von den Abgeordneten bin, werde ich schauen, dass unsere Schüler etwas Richtiges beigebracht bekommen. Whatever, Deutsch ist eine schwere Sprache. Zeit für deine Schwimmstunde. Nein, ich brauche keine Schwimmstunde. Vielleicht nur eine Viertel. Da. Wir holen uns alles an Geld, denn ich glaube, wenn man alle Bum-Bums kaputt macht, kriegt man auch einen Stilpunkt. Davor habe ich mich geirrt. Mit dem Stilpunkt, wenn man den Affen erwischt. Ich war mir so sicher. Das kommt mir immer noch komisch vor. Vielleicht kriegt man den erst später? Ach, keine Ahnung. Controller tut so merkwürdig vibrieren bei diesen Dingen hier. Das tut generell weird vibrieren. Also tut nicht bei jedem Schuss vibrieren oder so, aber bei manchen Schüssen. Dann, wenn Kisten explodieren, nicht. Aber wenn ich einen Propeller benutze, dann schon. Keine Ahnung. Zack, zack, zack. Dieser, vielleicht baldige Abgeordnete. Ach, keine Ahnung, das ist so schrecklich. Sei vorsichtig da. Ja, deine Scanner. Freut mich für deine Scanner. Hopp, 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 hopp. Da vorne, glaube ich, ist ein hübsch großer. Ein hübscher. Ha! Alter, ich bin sogar schon. Dieses Haar war ernst, Alter. Das ist traurig. Kanalkristall. Nice. Glaubt mir, wir werden noch viel Zeit dort drin verbringen auf Aquatos. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alle Kanalkristalle sammeln will, aber irgendwann wird das sicherlich geschehen. Oh, da unten ist ein Titan-Buldian und ein Amoeboid. Schnell. Ah! Yes! Ach du meine Güte, war das knapp. Noch langsamer gehen kannst du nicht, oder? Warte, da unten, den können wir uns schnappen. Ah da. Zack. Wir töten alles, was wir sehen, damit wir ja so schnell wie möglich hochleveln. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Zack. Alter, Politik. Solche Sachen sind halt der Grund, um halt Zeitungen zu lesen. Nicht, weil man denkt, oh, unsere Politik ist so scheiße. Aber eher, also das kann man logisch auch denken, wenn man will. Nur halt, es gibt sehr oft sehr lustige Sachen. Lustig im Sinne von, theoretisch ist es traurig, aber gleichzeitig, ach komm schon. Das sind Politiker, Leute, die gewählt werden, die dann glauben, dass es erstens Hexerei gibt, überhaupt. Dass Lehrpersonen dann aus Spaß grundlos in Grundschulen einfach Sprüche und Flüche beigebracht bekommen, dass diese Flüche funktionieren und die dann denken, ja, es muss was gemacht werden, weil auf unseren Schulen wird Hexerei beigebracht. Es ist 2018, bald 19 und wenn ihr das anguckt, ist es wahrscheinlich schon 2025 oder sowas, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Wenn jemand aus 2020 hier ist oder 25, dann like das Video. Sonst nicht. Keiner liked das Video, außer es ist von 2025.
Ich kontrolliere. Ich kontrolliere eure Aufgaben dann. Wie wird die Welt 2025 wohl aussehen? Ich weiß, es gibt immer Spekulationen, die ist ja... Oh, hi. Hallo, Titanbolt, den ich vergessen hatte. Es gibt immer Spekulationen, die sehr hübsch immer aussehen, wie... Ja, die Zertifikation wird auf einem ganz anderen Level sein. Italien wird nur noch Wüste sein. Und so etwas, ja, das hört man immer. Oder, was habe ich gehört dann noch? Also Tiere, dass sehr viele Tiere ausgestorben sind, bis 2050 zumindest, sagt man immer. Ja, das kann passieren, vielleicht. Zum Beispiel der Eisberian oder der Pandaberian oder generell Berian-Scan. Weil Bären anscheinend recht gehasst werden auf der Welt, aber ein sehr angenehmes Fell haben. Zack. Zielpunkt. Ja, da habe ich mich nicht geirrt. Nice. Zack. Es gibt ja auch extra Fallen in Antarktis. Nicht Antarktis, in der Arktis, glaube ich, war das. Waren die Eisbären. Und ja, da extra Fallen für Eisbären, damit man nach ihr Fell farmen kann. Wir haben gleich auf Waffen. Zack. Ich glaube nicht unbedingt, dass man das Fell braucht. Es sind halt dann immer die Reichen, was sowas kaufen, weil sie dann sagen, ja, ich habe ein echtes Fell. Schaut mich an. Ich bin so reich und wohlhabend und ich habe so viel Sex mit reichen Menschen. Also zusammengefasst, wer ist das da? Das kann männlich und weiblich sein, das ist nicht sexistisch zu behaupten. Das ist sexistisch von euch, wenn ihr behauptet, dass ich gerade eine sexistische Behauptung gemacht habe. Und zwar, dass nur ein einziges Geschlecht so denken kann. Ja, noch komplizierter hätte ich den Satz nicht aussprechen können. Oh mein Gott. Ah ja, wenn ihr euch wundert wegen den Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack-Knack, was man hin und wieder in meinen Videos hört... Was ob es euch aufgefallen ist. Mir fällt sowas auf. Zumindest ist es im Editing hart. Das weiß ich noch nicht, wie man es lösen kann, aber ich werde sicherlich Methoden finden. Ich meine, ich habe jetzt schon Breitbildschirm und so. Slim! Clank, hast du gehört? Da ist jemand. Hey, Jungs. Ich habe vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Wir sehen uns dann später. Na, wenn das nicht zwei meiner besten Kunden sind. Slim Cognito? Was machst du denn hier? Ich hatte Ärger mit der Polizei. Wegen einer Saugkanonenerweiterung, die an einen Minderjährigen verkauft wurde. Ich schwöre, der sah echt aus wie 18. Jetzt musste ich einen anderen Ort für meine Geschäfte finden. Seid ihr immer noch an Schnäppchen interessiert? Hm, lass sehen, was du hast. We'll be right back.